Am Hochsprung, wie das Wort schon sagt, kommt es darauf an, im Hoch zu springen. Man nimmt also Anlauf, entweder wenn man mit dem linken Fuß abspringt oder mit dem rechten. Also man springt mit einem Bein beim Hochsprung ab. Läuft man von rechts an, wenn man mit dem linken Bein abspringt, und von links an, wenn man mit dem rechten Bein abspringt. Man überquert grundsätzlich die Latte mit dem Rücken zuerst und landet dann auch mit dem Rücken. Das Schwierige an der Disziplin ist, genau den Punkt des Absprungs optimal zu treffen, weil ich laufe ja gerade an, laufe eine Kurve und dann in der Kurve genau den Absprungpunkt zu treffen und optimal zur Latte nach oben zu springen und die Latte somit zu überqueren. Wenn ich in eine Kurve laufe, dann treibt es mich ja nach außen, wenn ich mit höherer Geschwindigkeit laufe. Und das befähigt mich dann dazu, letztendlich mit dem Absprung auf der Matte zu landen. Nicht? So kann ich also sozusagen durch die Kurve mehr Energie mit nach oben mitnehmen und kann eine höhere Höhen erreichen, als das, wenn ich gerade direkt auf die Latte zulaufen würde. Im Wesentlichen hat sich eine Technik heute herauskristallisiert, und das ist der sogenannte Flop. Das heißt also, die Latte wird, wie ich eben schon sagte, rückwärts überquert. Es gab in früheren Zeiten noch den sogenannten Straddle. Da wurde mit dem Oberkörper zuerst über die Latte gegangen, beziehungsweise mit dem gestreckten Bein. Also der Straddle und der Flop ist gleichwertig noch erlaubt, das ist gar keine Frage. Aber im Laufe der Zeit, wo die Rekorde sich entwickelt haben, hat sich der Flop herausgestellt, dass man damit höher springen kann, und insofern ist der Straddle da etwas in Hintertreffen geraten. Also der Springer selber steht, ich gehe jetzt davon aus, dass er mit dem linken Bein abspringt, er steht rechts von der Anlage, circa etwa 2-3 Meter von nach rechts entfernt und ungefähr circa ein Anlauf von circa 15 bis 20 Metern, steht aus der Ruhe heraus oder teilweise aus 2-3 Schritten, nimmt dann Anlaufgeschwindigkeit aus, versucht seine Geschwindigkeit zum Absprungpunkt hin zu steigern. Da gibt es zwei Arten von Springern, es sind die Springer, die über die Geschwindigkeit kommen, und dann gibt es die Springer, die eben versuchen, über ihre Sprungkraft halt den Impuls nach oben umzusetzen, versuchen dann mit dem beidarmigen Schwung noch zu unterstützen, nicht? Mit dem Schwungbein nach oben zu kommen und dann mit dem Rücken über die Latte zu kommen.